Willkommen zu einer neuen Folge von Gardero TV. Die heutige Folge steht im Zeichen von Kortenstahl, aus dem wir heute einen erhöhten Blumenkasten und eine Beeteinfassung machen werden. Hierzu verwenden wir bereits fertige Platten, die miteinander gekoppelt werden können. Wir haben hier nun ein gerades Stück Kortenstahl von 2,16 Meter Länge und ein Endstück. Ich zeige zunächst einmal, wie man die Stücke miteinander verbinden kann. Natürlich ist es mit 2,16 Meter recht lang und sollte man das Kortenstahl als Verschönerung benutzen für ein vorgefertigtes Beet, dann kann man auch selbst die Eckverbindung aus dem langen Stück biegen, so dass es dann bei einem auch passt. Das Verbinden des Eckstücks mit einem langen Stück ist relativ simpel. An beiden Teilen hat man zwei Plättchen, die hochkant stehen und zueinander stehen müssen. Mit dem mitgelieferten Befestigungsset kann nun alles verbunden werden. Das breite Stück wird an der oberen Falz und den hochstehenden Kanten geklemmt und kann mit einem Hammer später festgeschlagen werden. Die kleinen Teile werden dann durch die Öffnung der Hochkantteile durchgeführt und dann mit einem Splint gesichert. Wenn alles dann an seinen Platz kommt, wird es mit einem Hering in den Boden verankert, damit es nicht umfallen kann. Kortenstahl ist sehr populär geworden, da es sehr flexibel ist. An der Rückseite der langen Teile gibt es einen Stützanker, der entweder drin gelassen werden kann oder man herausklopft. So hat man dann die Möglichkeit, das Ganze zu biegen und in die richtige Form zu kriegen. An der unteren Seite sieht man dann die Ankerpunkte, in denen dann diese Heringe bzw. Verankerungen in den Boden gelassen werden. Die kann man dann in einem gleichmäßigen Abstand verteilen und somit den Stahl im Boden verankern. In unserem Beispiel waren hier vorher Wandblöcke gesetzt und somit ist der Untergrund auch eben. Sollten Sie selbst erst die Löcher graben müssen, dann füllen Sie danach Sand ein und verdichten es und achten darauf, dass es in Waage ist, damit der Kortenstahl dann eingesetzt werden kann. Später wird der Rest dann wieder mit der Erde aufgefüllt. Ähnlich wie beim Laminat verlegen, sollten Sie auch hier einen Startpunkt haben, um es zu verlegen. Eine bereits vorhandene Ecke ist ideal dafür geeignet. Wie vorher gesagt, achten Sie darauf, dass der Untergrund in Waage ist, bevor der Stahl eingesetzt wird. Lassen Sie auch zwischen Beet und der Umrandung noch genügend Platz, damit die Verankerung in den Boden gesetzt werden kann. Ein kleiner Tipp zum Koppeln der Stahlplatten. Legen Sie etwas drunter, zum Beispiel einen Karton, damit beim Zusammenkoppeln kein Gras oder andere Dinge dazwischen geklemmt werden können. Kortenstahl wirkt an der Außenseite zwar sehr rostig, hat aber innen eine Beschichtung, wodurch der Stahl geschützt ist, aber man dennoch diese schöne Optik beibehält. Da diese Folge natürlich im Vorfeld geplant ist, haben wir die Möglichkeit gehabt, um den Stahl draußen liegen zu lassen, damit die Außenseite noch mehr rosten kann. Man kann auch hier noch die originale Farbe erkennen und so sieht man deutlich den Unterschied. Wie lange man vorher den Stahl draußen liegen lassen sollte, damit es die Rostoptik erhält, kann man leider so nicht sagen, da es natürlich auch auf die entsprechenden Witterungsbedingungen ankommt. Wohnen Sie zum Beispiel in der Nähe von der Küste, hat die salzige Luft mehr Einfluss als an anderen Orten. Über Zeit wird die rostige Optik kommen. Das Schöne an Kortenstahl ist, dass man die Optik erhält, aber nicht die negativen Eigenschaften von Rost. Wie man nun hier sehen kann, ist unser Panel viel zu lang und wir müssen es anpassen und biegen, damit wir um die Ecke kommen. Hierzu messen wir vom Ende der vorherigen Paneele bis zu dem Punkt, an dem unsere Ecke kommen soll, und wir zeichnen uns die Länge nun an der neuen Paneele an. Als nächster Schritt kommt dann die Flex zum Einsatz. Dann gehen wir mit der Haakse Slijper an den Gang.
Wir benötigen bei uns nun ungefähr 1,60 Meter. Mit der Flex wird lediglich der Stahl angeschnitten und ein paar Ösen der unteren Verankerung entfernt, damit der Stahl dann gebogen werden kann. Achten Sie darauf, dass der Stahl nicht durchtrennt wird. Denken Sie dabei daran, dass Sie beim Flexen auch entsprechenden Arbeitsschutz verwenden. Wie man sieht, ist es relativ einfach, um die Ecke selbst zu biegen. Natürlich kann es aufregend sein, wenn man es vorher noch nie gemacht hat. Daher Obacht, wenn Sie zum ersten Mal mit einer Flex hantieren. Der Versteifungsriegel wird nur noch eingesetzt, damit alles gerade bleibt. Dann kann es an das vorherige Stück gekoppelt werden und dann geht's weiter und man kann Meter schaffen. Eigenlijk is het nu gewoon een kwestie van meters maken. Hier habe ich nun einen kleinen Helfer zur Hand, damit die Kanten gebogen werden können. Ein Holzblock und ein Gummihammer. Der Holzblock sollte natürlich eine gerade Kante haben, damit das Biegen leichter geht. Generell ist es ratsam, die Ecke mehr als 90 Grad zu biegen und dann wieder zurück. Das macht das Ganze einfacher und mit dem Gummihammer kann man leicht etwas korrigieren. Achten Sie darauf, dass oben die Ecken leicht eingeschrägt geflext werden, ungefähr in einem 45-Grad-Winkel, damit die Kante oben einen sauberen Abschluss hat, wenn es gebogen wird. Die Chance, dass man mit dem Stahl genau auskommt bei so einem Projekt, ist sehr gering, vor allem, wenn es als Umrandung für ein bestehendes Beet gemacht werden soll. Allerdings soll das kein Hindernis darstellen und wie es passend gemacht wird, zeige ich Ihnen nun. Zunächst einmal messen wir aus, wie viel Zentimeter wir eigentlich nötig haben. In unserem Fall haben wir noch ein Stück von 95 cm nötig. Wir zeichnen uns die Stelle an, da an der Stelle die obere und untere Lippe entfernt werden muss. Nun ist die Frage, wie koppelt man es dann zusammen, da das Kopplungsstück je an der anderen Seite nicht mehr vorhanden sein wird, wenn man es auf Maß geflext hat. Dazu gehen wir von unserem Maß von 95 cm noch ungefähr 2 Lippen weiter und werden es dort einkürzen. Die Lippen werden dann ebenfalls abgeflext und ein kleines Stück wird nur angeflext werden, damit es dann gebogen werden kann, wie bei der Ecke, die wir vorhin gemacht haben. Damit nun das selbstgemachte Kopplungsstück dann miteinander verbunden werden kann, kann man es mit selbstschneidenden Schrauben miteinander verbinden. Zelfborende schroeven toch zorgen voor een koppelverbinding.
Das selbstgemachte Kopplungsstück hat zwar keine Löcher, jedoch werden die selbstschneidenden Schrauben von der anderen Seite eingeschraubt und so erhält man dann eine stabile Verbindung. Hier kann man genau sehen, wie es funktionieren wird. Die eine Seite hat das originale Kopplungsstück dran und wir schrauben dann hier von der Seite die Schrauben hinein. Mit einer Zwinge werden beide Teile nun aneinander gehalten und mit einem 3 mm Bohrer bohre ich vorsichtig von dem vorhandenen Kopplungsstück in das selbstgemachte hinein und kann dann die selbstschneidenden Schrauben eindrehen. So wie die Bait-Einfassung fertig ist und miteinander gekoppelt wurde, kommt der letzte Schritt und die Heringe werden in die Lippe des Kortenstahls gedrückt, damit es im Boden verankert wird. Es muss nicht an jeder Lippe ein Hering gesetzt werden, ein paar sind hier bereits ausreichend. Sollte es dennoch nicht ausreichen, gibt es noch schwerere und die zeigen wir Ihnen, nachdem alle Heringe gesetzt sind. Die spezielle Verankerung können Sie bei den zugehörigen Produkten finden und sind ebenfalls einfach zu installieren. Der große Anker wird in den Boden gedrückt und damit es tief genug geht, helfen wir mit einem Hammer nach. Der Bügel, der dabei ist, wird dann zwischen der oberen Lippe und dem Anker gesetzt und dann ebenfalls mit selbstschneidenden Schrauben miteinander verbunden. Wir empfehlen hier natürlich erstmal vorzubohren, da die Schrauben bei der Dicke des Stahls Probleme bekommen könnten, um durchzukommen. Zwischendurch mal kontrollieren, wie tief man noch hinein muss mit dem Anker. Da die Anker tief genug im Boden sind, erhält man auch genügend Stabilität. Und so sieht das Endresultat aus bei einer Bait-Einfassung. Kortenstahl lässt sich ideal verwenden, um an natürliche Form angepasst zu werden. Wie das gemacht wird, zeigen wir Ihnen auch noch. Bevor wir anfangen, den Stahl nun zu biegen, werden erstmal die Versteifungen herausgenommen. Und die legen wir dann erstmal an die Seite. Wie Sie sehen, lässt es sich hervorragend biegen und man kann es auch komplett in eine runde Form bringen, wenn man zum Beispiel ein Spanngurt benutzt. Man kann im Grunde genommen es biegen, wie man möchte. Damit man nun eine S-Form hinbekommt, sichern wir am Schneidepunkt den Stahl mit einem Anker und können es dann wieder in eine andere Richtung biegen. Mit etwas Geduld und Kraft und sanften Schlägen mit einem Gummihammer kann man eine eigene, natürliche Form kreieren.
rubberhamer het geheel nog iets mooiere vormen geven. Und so kann man eine natürliche, lebendige Form erhalten. Und ab hier kann man dann wieder ein komplettes Stück dran setzen. Der Hersteller des Kortenstahls heißt Straight Curve, also gerade Kurve, und man erkennt hier deutlich, dass der Kortenstahl für vieles eingesetzt werden kann. Egal, ob rund oder eckig. Der Kortenstahl der Marke Straight Curve hat eine Höhe von 24 cm. Es gibt auch noch weitere Hersteller mit anderen Abmessungen, die Sie bei uns finden können. Schauen Sie daher auf unsere Seite vorbei, um die verschiedenen Varianten zu sehen und zu entscheiden, welche Sie haben möchten. Wir sind nun am Ende der Folge angekommen. Möchten Sie alles nochmal nachlesen, dann klicken Sie auf gardero.de/tv. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.